So, wieder back ein bisschen Borderlands Pre-Sequel zu der voraussichtlich finalen Runde in der Arena. Mal gucken. Runde 5, wir gehen direkt rein und die Mission ist sogar ein Level über uns. Das heißt, das wird geiler Shit. Let's go. Und dann wart ihr in der Kammer, richtig? Ja. Also, in so einer Kammer kann sich so ziemlich alles befinden. Scheint so. Diese enthielt Wissen. Ein schreckliches Geheimnis, von dem ich wünschte, ich hätte es nie erfahren. Der Krieger? Den haben wir sowas von gefickt! Was sind denn das für Ausdrücke, junge Dame? Du meinst also, Sarpedon hätte den Mond zerstören sollen und die Kammer gleich mit? Nein. Es ist zwar verlockend zu glauben, die Kammer zu zerstören wäre der richtige Weg gewesen, aber ich glaube, es war nur der einfachste. Der einfachste Weg ist nicht immer der richtige. Nicht wahr, Dizzy? Okay. Heilige Korrosion ist schon ein heftiges Ding, du, ne? Ist es hier da oben? Wie kommt man dort hin? Die Guten sind hier. Von dort würde ich sagen, ne? Wenn ihr dieses Gesicht seht, lauft um euer Leben! Ach, komm schon. Mach's nicht zu gut, sonst sehe ich neben dir alt aus. Wie kommt man zu diesen Kammerschlüsselteilen? Wie kommt man, glaube ich. Was? Das war nicht meine Intention. Hat er mich gerade runtergezogen? Ja, lass mich kurz nachladen, ja? Das dauert aber Ewigkeiten. Oh, erstmal hier schon eine schöne Granate werfen. Boah, was für ekelhafte Viecher, Mann. Dankeschön. Ich gehe kein Risiko an. Heilige Mutter. Gut gemacht. Da ist der erste. Okay. Zeit, jemanden umzulegen. Boah, alter Falter. Auf den kann ich nicht drauf gehen. Oh, und das ist ein fucking Ofer. Ne, bruh. Heilige du. Ein bisschen unterschätzt, ne, habe ich die Kleinen. Also zum Glück. Ja, zum Glück sind die Gegner nicht so hart, ja, zum Glück sind die Gegner so hart mitgelevelt. Das finde ich sehr, sehr gut. Es ist wenigstens eine Herausforderung. Hab ich hier alles? Also, auf ein neues. Gibt es hier denn bessere Waffen oder so ein Stuff? Ich habe eine. Ja, vielleicht kann ich die Pumpgun benutzen. Eine Teddy, ja. Okay. Die könnte mir vielleicht helfen, ja. Könnte, ne? Die Gegner sind aber Level 33. Ja. Richtig? Ja. Also, in so einer Kammer kann sich so ziemlich alles befinden.
Scheint so. Diese enthielt Wissen. Ein schreckliches Geheimnis, von dem ich wünschte, ich hätte es nie erfahren. Der Krieger? Den haben wir sowas von gefickt! Was sind denn das für Ausdrücke, junge Dame? Du meinst also, Sabeldon hätte den Mond zerstören sollen und die Kammer gleich mit? Heilige! Es ist zwar verlockend zu glauben, die Kammer zu zerstören wäre der richtige Weg gewesen. Dankeschön! Aber ich glaube, es war nur der einfachste. Der einfachste Weg ist nicht immer der richtige. Nicht wahr, DT? So, wie komme ich noch da oben? Ja, mit einem der Sprungteile, ne? Hier. Alter Falle. Digga, ich kann mir das ja nicht leisten, war. Das ist viel zu gefährlich. So, erstmal die Jacks aktivieren. Ja, das ist eine geile Waffe. Hier soll ich auf jeden Fall nicht hin. Ich bin so eine Art Jack. Okay. Das wird nicht reichen, du. Ne. Shit, Alter. Das muss wehgetan haben. So, die Sache ist, es wird sehr schwierig werden, diese Teile da einzusammeln, während ich halt in dieser Runde bin. Ich könnte aber auch theoretisch einfach diese Sachen ignorieren, ne? Meinen Berechnungen zufolge verpasst du eine knackarschige Holo-Action! Lass mich kurz nachchecken. Hier muss es ja... Es sind aber auch keine... Eins haben wir. Da ist das andere, wie auch immer man dort hinkommt. Hier ist okay, hier weg schnell. Zum Beispiel denselben Fehler, du. Du kennst meinen Namen nicht. Wuhu! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Heilige. So, wir jetzt erstmal hier so ein bisschen Schutz suchen. Kein Wunder, hier sind so viele Badasses. Was für ein guter, unechter Jack wie ich! Ja,
Zur Seite mit dir. Holy moly, ja. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich dorthin komme, hä? Geil, aber ich kann halt... Ja, das ist... Nee, bro, Alter. Ja, aber wenigstens habe ich was herausgefunden. Das weiß ich wenigstens, wie ich da hochkomme. Okay, okay, okay. Schön. Ja, gut so. Ein Badass Jack. Jetzt bin ich selber ein Badass. Wer braucht einen? Ja, gut so. Ein Badass Jack. Zeit für eine Beförderung. Das mal nehmen würdest. Dankeschön. Jetzt
ist das weiter hier oben? Okay, ich gehe jetzt hier runter, weil das wird ein bisschen zu, ne? Sehr schön. Voilà. Lass mich raten, dass der Krieger kommt. Ich bin nur ein Hologramm und kann mich nicht körperlich davon abhalten. Aber geh jetzt nicht in das Licht. Okay. Das Licht sieht warm und einladend aus. Ist es aber wahrscheinlich nicht. Okay. Das war auf jeden Fall okay. Ah. Was haben wir hier Schönes? Kümmert euch darum. Also, wir haben ja mittelklassige. Nehmen einfach mal. Oh. Korrosionssniper, why not? Jetzt bin ich selber ein Badass. Korrosionssniper. Die ist Level 28. Verursacht extra Elementarschaden. Gibt's hier eine bessere Version? Hm. Die ist eigentlich ganz okay. Weißt du was? Ich tue da die Pistole rein. Eins von euch muss weg. So. Das war auf jeden Fall eine nice Überraschung. Habe ich doch alles abgeholt. Ja, ne? Ja, alles wieder runter. So, zur Seite mit dir. Mal so unter uns, Jess. Du wurdest befördert!
Digga, das ist immer noch Runde 0. Was zum heiligen Bimbam. Nice Sniper ist das. Okay. Ach so, das erklärt so einiges. Ha! Warte. Zur Seite mit dir. Okay, da ist noch ein Ufer. Puh. Ja. Könnte man das mal bitte treffen? Bro? Bekommst. Hufa. Jetzt gucken wir uns ein bisschen hier um. Ich brauche ein paar Jets. Jetzt ist selber ein Fan. Heilige. Okay, never mind. Ich dachte, der wäre irgendwas. Aber wenn wir mit Digi-Jacks da sind, dann ist Ente im Gelände, ne? Hier kann man sich. Okay, ich brauche unbedingt Badass-Jacks. Badass-Jacks, komm bitte raus. Ja, nice. Falsche Waffe. Sehr schön. Hast du deinen Frieden? Die Frage ist, kommen die zu mir? Ja, die kommen zu mir. Zeit für eine Beförderung! Holy moly, Badoli, du Alter. Schurkeneis am Stiel! Ich bin so. Dankeschön. Wer braucht einen Helden?
Heidewitzka, ist das ein Mammutpart? Na komm schon, Leute. Wir schießen von da nicht runter. Jetzt bin ich selber ein Badass. Du wurdest befördert. Du bist fast so ein guter, unechter Jack wie ich. Okay, geht's wieder von hier weg. Ja, ist ja gut. Ural, Digga, kleiner du. Puh, Digga, Alter. Ja, okay, ich muss wieder zum Orpher. Denn die Orphers lassen diese kleinen Scheiße lang hier spawnen. Wer will was? Oh Mann. Hallöchen. So Leute, ich mache jetzt mal einen Cut. Dementsprechend, wie lange das jetzt hier gedauert hat, mache ich dann nächsten Part weiter oder ich schneide das einfach im selben Video mit zusammen. Aber das ist echt eine Mammutrunde. So, wieder back ein bisschen Borderlands Pre-Sequel. Und wir machen direkt weiter da, wo wir aufgehört haben. Holy moly, Badoli, ist das eine Mammutrunde. Ja, ich kann eine Granate werfen. Und was bist du denn für ein kleiner... Ich werde hier nicht mehr den Stapel benutzen. Ja. Das. Und da kommt von da welche. Schön, sehr schön. Oh. Krieg diesen Narren. Zeit für eine Beförderung. Der ist ja noch einer.
Wir haben's geschafft, Leute! Ja, wir haben's geschafft! Sehr schön. So, erstmal hier in den kleinen Raum für ein bisschen Schutz. Bist du gerade nicht so viele Gegner da? Da ist gerade dieser Dicke. Der kann diese Teile abschießen, ne? Für dich eine Granate, mein Kleiner. Alter, der macht gegen die Seite. Was bist du denn für einer? Ganz groß los, Soße, Alter. Mich findet ihr nicht! Junge, was ist das für einer? Okay, sofort wieder die Digi-Jacks einfahren für die Ablenkungsreduktion. Oh, Junge, Doppelgänger ist einer der geilsten. Also, ich muss sagen, Doppelgänger ist definitiv mein absoluter Favorit. Bis jetzt unter allen Kammerjägern in allen Borderlands-Teilen. Der hat einfach alles, was man braucht. Okay, ein bisschen vorsichtig. Jetzt mit dem dicken. Sehr schön. 1200 Erfahrungspunkte. So. Da war einer. So, wieder einfahren, ne? Da ist noch ein Opa. Okay. Ich gehe sofort hier runter. Man weiß ja nie. Es dauert ein bisschen, bis ich meine Fähigkeit wieder habe. So, könnt ihr von da rankommen. Saubere Arbeit! Ja, die kommen da ran. Ich hab eine bessere Idee. Wo wohnt er mit dir, mein Kleiner? Der einzige Mann, der weit und breit ist, du kennst meinen Namen nicht! Wuhu! Wir haben's geschafft, Leute! Wir haben's geschafft! Ja, hier ist auf jeden Fall kein guter Spot. Was ist das denn, Alter? Ach so, das ist das Ding, ja, okay. Unsere markant männlichen Kiefer werden euch zermalmen. Wir kommen nicht daran, hä? Doch, 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 kommen sie. Sehr schön. Unter uns Jacks. Gut gemacht. Ja, hier ist ein guter Spot. Ein solider Spot, sagen wir es mal so. Ja, gut so. Ein Badass Jack. Okay, die kann ich wieder einfahren. Wahrscheinlich sind da oben welche. Ich wünsche die Munition würde ich ja neu spawnen. Hufa. Ja. Na, na, meine Kleinen. Voilà. Kann ich nicht da drauf? Bitte was? So. Und ich brauche definitiv wieder. Diese Korrosionskacke war. So, wo sind die kleinen Scheißhörnchen? Okay, ein bisschen aggressiv würde ich sagen. Aggressiv und massiv. Was? So.
So, in Deckung gehen, eine Granate werfen. Weil der gerade so viel spawnen. Und definitiv mir ein bisschen Sauerstoff holen. Essentiell. Der will mich verdicken, der Kleine, ne? Wo ist denn der hin? Da war einer. Alter Falter. Ich brauche wieder Granaten. Sniper bewahre ich mir auf. Das ist die einzige, die ich gerade habe. Ja. Bitte was? Darf ich hier runter? Okay, ist ein bisschen blöd gerade die Situation hier. Ja. Worst case scenario, Alter. Papa. Was für räudige Warhead Apps, Alter. Digga. Okay. Erst Runde 3, wisst ihr? Aber ich kann hier, hab eine gute Position, um den zu holen. Sehr schön. Sehr schön. Da flogt der nächste. Kämpfen die sich, oder was? Ich muss erstmal den O versuchen, weil der steckt die ganze diese kleinen Biester hier. Wo ist der Ofen, Mann? Hier haben wir einen ewigen. Wir machen das hier. Wir haben den Opfer. Okay, kurz das hier. Wir uns erst um diesen Typen hier. Yes,
Diese Munition wäre auf jeden Fall schön, ne? Ja, hallo, wie geht's dir? Alles cool? Ja, wenigstens machen die Dicky Jacks enormen Schaden. Das ist beautiful. Ah, Munition. So, das ist schon wieder. Auch keine Munition mehr. Killskill, stirbt dann. Wir machen Killskill. Immer eine schöne Sache. Bedauerlicherweise spawnt hier auch keine neue Munition. Das heißt, man muss hier extrem vorsichtig sein. Ja, Hallöchen. Pff, Heilige, der Streulaser, der macht richtig immensen Schaden. Du bist fast so ein guter Unechter Jack wie ich. Jetzt bin ich selber ein Badass. Ja, die kommen zu mir, ne? Ja, gut so. Wo ist der Ofa? Ist der hier unten? Unter uns, Jax.
Oh, mein Fernseher. Der wird sich gerade ausschalten. Da bist du. Der Schaden von denen ist ja immens, Digga! Okay, das spawnen neue Gegner. Ich weiß nicht, was für welche, aber das ist die letzte Runde. Das heißt, er wird auf jeden Fall das Zerstörung warten. Ich warte, bis meine Digijacks on the Sizzle sind. Damit ich da komplett reinstarten kann. Was ich schon mal tun kann, ist definitiv. Nein, ich gehe jetzt nicht hier hoch. Das wäre, glaube ich, Selbstmord. Ja, oh Heilige. Ich kann definitiv schon mal eine Granate werfen. Eine Gratis-Granate. Kann ich gucken, wo der hinführt. Okay, nach oben. Das heißt, ich muss so oder so nach oben, hä? Chronicler Oi Elpis. Ja, okay. Seh dich. Du kennst meinen Namen nicht. Wir haben's geschafft, Leute. Töte diesen Namen. Zeit für eine Beförderung! Jetzt bin ich selber ein Badass! Fürchten dieses Gesicht! Okay. Da kann ich jetzt schlecht hin. Aber einen von diesen großen über mir. Ja, Heidewitzke, du. So, ich spare die Munition ein. So, gratis Granate kommt seitlich von diesem Dicken. Nice, da war einer. Er hat doch versucht. Alter Junge, wie die Tilgen! Diese Streulaser sind nochmal so das Sahnehäubchen! Guckt euch das doch mal an! Das ist Zerstörung pur! So, hier nochmal schön die Granate werfen, die Gaussgranate. Deswegen fahre ich diesen Charakter. Er hat einfach so viel Survivability, aber vor allem auch Self-Sustain, im Sinne von, dass er einfach immer wieder Sachen einsetzen kann. Die Digijacks sind einfach so eine große Hilfe. Plus, ich kann bei jedem vierten Kill eine Gratis-Granate werfen. Ach, das ist ein Glück. Und wenn man halt zielsuchende Granaten hat, so wie ich, ne, dann profitiert man davon sehr. So, suchen wir den Ofa. Da war gerade einer, oder? War da einer? Ja. Da ist er. Tilg diesen Nerd. Das war's. Es war nicht die letzte. Ja, Heidewitzka, du.
Okay. Ich weiß auf jeden Fall Bescheid. So, das, was am Anfang mich mehrmals gekillt hat, war halt die Tatsache, dass ich mich nicht auf die Gegner wirklich konzentriert habe, sondern auf die optionalen Ziele, ne? So, aber ich würde sagen, hier beenden wir auch diesen Part, aber vorher gebe ich noch die Mission ab. Und, wie ist es? Plauderst du gerne? Multischuss. Sorgt dafür, dass sie erfahren, dass der erste kein Zufall war. Direkt aus deinem Vorrat, statt aus der Waffe. Was meinst du mit Vorrat? Multischuss. Wie viel Magazin? Digga, was ist das für eine blasphemische Ladegeschwindigkeit? Niemals im Leben. Ekelerregend. Das ist der Tod. Aber das hat auch eine beschissene Ladegeschwindigkeit. Was soll man denn da nehmen, du? Vielleicht ist das hier eine gute DPS-Waffe. Ich nehme einfach die hier. Die Badass-Runde. Das war's dann so in etwa. Okay, cool. Den Rest erledigen wir. Welchen Rest, bitte? Du gehst da wieder rein? Du bist ein wirklich tapferer, dreidimensionaler, lichtholographischer Held. Okay, ich würde sagen, das war's mit dem Part. Und dann sehen wir uns im nächsten Part in der Badass-Runde. Und ja, da werden auf jeden Fall lustige Sachen auf uns warten, ne? Bis dahin. Das ist eine Leihgabe der Thor Corporation. Er könnte beim Drücken explodieren. Oder auch nicht. Bis dahin. Gab dich wohl. Peace.